Jo, Kelvin. Kelvin, Bro. Jo. Was ist eigentlich mit der Belohnung? Du hast doch die Handball, diese Roulette-Challenge hast du doch gewonnen. Da bekommst du doch noch eine Belohnung für. Ey, die hab ich voll vergessen, wegen der Frage, die wir fragen durften, wegen der gewonnenen Challenge. Aber ich hatte ja davor auch noch eine gewonnen, ne? Leute. Alter. Was mit der Belohnung? Der hat uns gar keine Belohnung gegeben dafür, also dir. Ja, ich wette, wir dürfen den Game Master nichts fragen, aber wir können sagen... Also wie sollen wir denn das klar machen? Ich habe eine Belohnung verdient. Ist ja keine Frage. Ja, Mann. Den das so schreiben? Sollen wir das einfach so schreiben? Ich habe eine Belohnung verdient von der... War das die Basketball- oder Handball-Challenge? Genau. Ja, schreiben einfach, Kelvin hat eine Belohnung verdient. Leute, Daumen hoch dafür. Ja, Mann. Wir haben ja noch eine Belohnung offen, Mann. Leute, wenn ihr auch merkt, wir haben Dinge offen, weil hier passiert ja gerade so viel mit dem Game Master. Ja. Gibt es doch immer Tipps. Jetzt haben wir ja vor kurzem jetzt die Frage hier... dem Game Master gestellt, leider ein Rückschlag, hat sein Gesicht nicht gezeigt, aber erinnert uns auch gerne immer dran, wenn wir noch Sachen offen haben. Die Masken sammeln wir auch aktuell, wir haben aktuell 5, mal gucken, wann wir die abgeben, bei 10. Ne? Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen schon bei 10 abgeben, also 5 haben weil wir durch die Challenge ja auch Belohnungen bekommen, richtig. Zum Beispiel, du bekommst jetzt auch noch eine, eben. Macht es mehr Sinn, dann 10 Masken abzugeben, so sind wir jetzt bei verblieben. Genau, sind bei der 11. Mal sehen, wo die nächsten, auch da immer wieder gucken in den Videos, guckt da gerne mit. Ja, Mann. Und ich würde sagen, ja, wir schreiben uns den Game Master, ne? Ja, Mann, wir schreiben dem jetzt und... Warte. Yo, der hat geschrieben. Alter, hört uns wieder zu hier oder was? Eine Memo. Ach, Voice Memo. Okay, Leute. Alter, gib her. Spiel ab. Bist du ready? Spiel ab, ja, mach. Sei leise. Hört auf, darüber zu grübeln, was die Belohnung sein wird, sondern wartet einfach ab. Ihr habt eine viel wichtigere Aufgabe zu lösen. Und zwar fehlt noch die Tresor-Challenge. Diese ist vorbereitet im Büro, deswegen macht euch umgehend auf den Weg ins Büro. Auf dem Tisch ist euer einziges Hilfsmittel. Findet alle 3 Zahlen für den Tresor. Sobald ihr alle 3 Zahlen gefunden habt, schreibt mir diese Zahlen und dann bekommt ihr weitere Anweisungen. Oh, Alter! Direkt hier zur Sache, ne? Im Büro? Ja, Mann. Alter, was? Alter, ab ins Büro, warte. Okay, komm. Jo, schnell. Tür ist zu, natürlich. Oh, Mann. Bevor wir uns ins Abenteuer stürzen, noch schöne Grüße an Phil. Du hast Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar mit Hashtag aktiv und die Chance, hier eingewöhnt zu werden. Boom. Natürlich. Leute, der Game Master war direkt hier, während wir da gerade in meinem Zimmer waren. Okay. Sollen wir einfach rein? Mach vorsichtig. Nimm dich in Acht. 3, 2, 1. Oh mein Gott, alles dunkel. Alles dunkel, geh vor. Jo. Da liegt wieder was. Oh mein Gott. Was ist das denn? Gut. Leute, einfach ein Stift? Was ist das für ein Stift? Was ist das? Damit sollen wir. Was hat er gesagt in der Memo? Wir sollen irgendwelche. Wir sollen Zahlen suchen? Leute, was ist das für ein Stift? Ist das, Leute? Leute, die Tür ist zugegangen. Jo. Hey. Nein. Reingesperrt? Reingesperrt. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo. Hä? Wieso hat Boris eine Maske an? Leute, hier geht irgendwas. Neue Maske. Ey, ja, Mann. Maske Nummer 6. Krass, Leute. Warte. Leute, wechsel Maske. Krass. Oh, geil. Wir haben jetzt 6 Masken, Leute. Wir gehen auf 10. Oh mein Gott, Leute, nur noch 4 Masken. Ja, Mann. Dann kriegen wir eine große Belohnung. Aber was ist das für ein Stift? Kann man damit irgendwas machen? Ey, warte mal. Was? Ich glaube, der macht unsichtbare Schriftzüge. Wir hätten doch schon mal irgendeiner 3 Uhr nachts. Schreib mal hier was drauf. Also, wir können mal gucken. Ah, guck mal da. Das, der macht so ganz feuchte Bewegungen. Also, man sieht so ganz leichte Umrisse. Warte, ja, man sieht nichts. Der Stift ist so fett, das sieht man das irgendwie. Warte mal. Oh, Licht aus. Wow, das leuchtet. Warte. Ah. Oh mein Gott. Das ist ein Schwarzlicht oder was? Wie heißt das? Schwarzlicht? Warte, wo hab ich hingemalt? Ja, warte, ich muss. Geh mal, mach aus. Leute. Ja! Jo! Leute, hier hab ich gerade hingekritzelt. Alter. Leute, wir müssen jetzt hier. Okay. Symbole finden. Ja. Mit dieser neonleuchtenden Schrift. Ja. Okay, guck mal. Guck, das krass ist. Leute, man sieht mit dem Licht nichts. Guck, und jetzt sieht man's. Boah! Oh mein Gott, Leute, das Geheimstift. Oh mein Gott. Alter, wie krass. Leute, okay. Warte mal, weißt du was? Was? Ich hab voll das Gefühl. Vielleicht bei der Maske. Allein, Maske aber. Die ist da. Leuchte die an. Wir löschen die an. Leuchte die an.
Warte. Und? Nichts. Wie? Drillion. Kein Hinweis? Ich vielleicht auf Boris. Oh, komm gucken. Läuft den an. Wow! Eine 8! Oh mein Gott! Alter, guck hier, Leute. Erste Zahl, 8. 8. Oh mein Gott, Leute. Boah. Okay, wir müssen uns die 8 aufschreiben. Wir müssen sie aufschreiben. Noch kann ich es mir merken. Ich habe mein Handy gerade nicht hier. Kannst du dir merken? Ja. Oder wir holen ein Blatt. Wir holen ein Blatt. Komm, wir müssen aufschreiben. Okay. Okay, haben wir einen Stift? Okay, wir können den unsichtbaren Stift nehmen. Können wir eigentlich nehmen. Leute, okay, wir machen jetzt selbst hier. Okay, ich schreibe extra hier oben in die Ecke. Können wir es merken, ne? Okay. Okay. Wir testen es kurz noch. Mal testen. Und wir sollen nicht. Okay, Leute. Unsere wir machen selbst. Okay, perfekt. Hier unser. Geheim. Schriftlich, okay. Aber eins muss ich zugeben, das war jetzt ein krasser Zufall. Ja. Ich kann ja alles anleuchten. Boah, okay, ich mach mal das Licht aus und leuchte mal einmal eine Runde. Vielleicht ist das. Ja. Leuchte mal. Boah, man sieht schon viel. Aber ja, man würde. Oder? Oder ich guck mal hier bei der 8, ob ich die von hinten sehen will. Guck mal. Aber doch, man sieht schon gut. Sieht man die? Guck, warte, ich geh jetzt hier hin. Ich würde es doch von hier sehen. Also Leute, man kann auch ein bisschen weiter weg. Ja, es ist. Aber ja. Also umso näher. Guck jetzt, so ist gut. Ja. Also mindestens so ist der Abstand, den ich einhalten müsste. Warte, ich mach mal das Licht dunkel. Sieht man es trotzdem jetzt? Oh nee, sieht man gar nichts. Okay, krass. Und jetzt sieht man es komplett. Okay, wir müssen. Okay, Leute. Eigentlich löscht jetzt schlecht, ne? Ja, ist echt schlecht. Wir müssen uns überlegen, aber. Guck ich mal um, was ist auffällig? Leuchte mal den Tisch durch hier. Oh ja. Komm. Checken wir einmal den Tisch ab. Ich glaube, die Kerzen stören nicht, aber wir machen es mal. Hätten wir schon längst das gesehen. Guck hier, leuchtet sofort die 8, Leute. Oh ja, Mann. Die wir aufgeschrieben. Krass, ey. Aber nee, der Tisch ist okay. Okay, leuchte mal alles einfach an. Ich leuchte jetzt einfach mal hier. Alles so durchleuchten, Alter. Boah, das ist schon viel. Also, das ist schon eine fette Fläche. Hä? Einfach hier! Was? Lava. Das ist voll der Zufall, Leute. Okay, warte. Auf der Softbox, auf unseren Studio-Softboxen. Was steht da? Wow! Einfach eine 2. Ich hätte das niemals gesehen. Boah, Leute, oh mein Gott. Ich schreibe natürlich auch wieder auf. Ey, wir haben schon 2 Zahlen. Guck, Leute, wir haben die 8. 8. Und jetzt kommt die 2. 2. Daneben. Warte, leuchtet der Stift auch. Ach, Gott, der leuchtet auch. Guck mal, wenn ich jetzt so schreibe. Oh, stimmt. Leute, ihr seht jetzt gleich, wie es aussieht. Bam! Oh. 8 und 2. Nice. Geil, Mann. Der Stift ist echt krass. Okay, Leute, nur noch eine Zahl. Okay, okay. Ich guck jetzt einfach sind mal. Sind die eingesperrt, Alter? Ich hab Angst. Ja, sind eingesperrt. Bro. Ey, wir müssen jetzt das finden, ne? Okay. Ich leuchte, guck mal, ne, hier war die Softbox. Ich geh jetzt hier alles durch. Vielleicht auf den Drucker. Geh alles durch, mach Licht aus. Ja, mach aus. Und? Hier ist nix. Ein Tisch. Alter! Oh mein Gott. Ich wollte gerade den Tisch beleuchten. Yo. Und der Stuhl war hier. Yo. Ey, 7. Das ist eine 7, ne? Warte mal, wie viele Ziffern gab's? Wir haben 3, wir haben alle. Wow! 8, 2, 7. Schreib dir auf. Schreib dir auf. Wir müssen alles schreiben. Das Problem ist, welche Reihenfolge? Ah, müssen wir noch testen, ne? Oder? Ey, das Gute ist, Leute, es sind nur 3 Zahlen. Ja, Leute, hier. 8, 2, 7. Okay, wir haben alle Zahlen. Das ist aber schnell. Ja, Mann. Wir haben echt Glück gehabt, ne? Das schreiben wir dem. Genau. Und dann gucken wir mal, was der antwortet. Ja, Mann. Okay, Leute, schreibt den Game Master. 8, 2, 7, bam. Nice. Okay, ich mach einen Screen. Okay, mal gucken, was kommen wird. Wir haben alle Zahlen gefunden, ne? Das war's. Genau, das war's. Okay, perfekt. Okay, wir warten jetzt ab, ne? Mal sehen, ob der wieder eine Voicemail macht. Ja, Mann. Und dann sehen wir uns gleich. Oh mein Gott. Alter. Die Tür ist aufgegangen. Leute, wir haben gerade die Kamera kurz gelegt. Geklingelt. Ey, lass gucken. Sollen wir hin oder nicht? Safe. Der Game Master hat euch geantwortet. Daumen hoch, wenn wir zur Tür sollen. Leute, Daumen hoch. Ey, komm, wir wollen es wissen. Oh Gott, die Tür geht wieder zu. Oh mein Gott, lass. Der war hier, Mann, der war hier. Komm, wir gucken jetzt. Jo. Hallo? Game Master? Ist da irgendwas? Nein. Siehst du ihn da? Nein. Ja, da ist irgendeine. Vielleicht ist irgendwas auf dem Boden oder so. Okay. Guck. 3, 2, 1. Tresor! Alter, nimm den rein. Leute, Tresor! Einfach ein Tresor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter!